6,2% Inflationsrate im Juli 2023. Rentner fordern Inflationsausgleich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich steige sofort in die Pressemitteilung vom 8.8.2023 vom Bundesamt für Statistik mal ein. Schauen Sie bitte mal die neuesten Zahlen zur Inflationsrate in Deutschland. Wir haben im Juli 2023 sage und schreibe weiter 6,2% Inflationsrate in Deutschland. Und zwar steht das in der Pressemitteilung Nummer 311 vom 8. August 2023 vom Bundesamt für Statistik. Und die Präsidentin Frau Ruth Brandt des Bundesamtes für Statistik sagt, dass besonders die Preisentwicklung von Nahrungsmitteln die Inflation treibt und selbstverständlich auch die Energiepreise wieder weiter angestiegen sind. Die Folge dessen, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, vor allen Dingen spüren das Rentnerinnen und Rentner, vor allen Dingen die, die eine geringe Altersrente oder Erwerbsminderungsrente haben, ist, dass die Preise extrem hoch sind und dass die Menschen sich viel weniger leisten können, als zum Beispiel vergleichbar im Vorjahr oder vor 2 Jahren. Und deshalb sage ich, so kann es einfach in Deutschland nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass die Preise immer weiter nach oben gehen und Rentnerinnen und Rentner hier leer ausgehen. Allein schon der Vergleich des Inflationsanstiegs zur Rentenerhöhung im Schnitt bei 5,% noch was. Ich habe West und Ost mal zusammengefasst zum 1.7.2023, zeigt uns, dass die Rentenerhöhung durch die Inflation komplett aufgefressen wird. Meine Damen und Herren, Rentnerinnen und Rentner, und das erlebe ich jeden Tag, ich bekomme wirklich massenhaft E-Mails von besorgten Rentnerinnen und Rentnern und auch aufgebrachten Rentnerinnen und Rentnern, die zum Beispiel Bundestagsabgeordnete angeschrieben haben, fordern schlicht und ergreifend, wir wollen auch einen Inflationsausgleich haben, wenn Pensionäre in Deutschland, wie von Frau Faeser jetzt in einem Gesetzesentwurf vorbereitet, hier einen Inflationsausgleich bekommen, warum wir dann nicht auch, meine Damen und Herren? Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde, es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Pensionäre, die sowieso schon eine viel höhere Pension als die gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner im Schnitt haben, hier auch noch einen Inflationsausgleich bekommen. Ich gönne denen das herzlich, aber gesetzliche Rentnerinnen und Rentner bekommen das nicht. Deshalb fordere ich für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, egal was es kostet, einen Inflationsausgleich oder aber wenigstens ab dem 1. Januar 2024 hier 10% mehr Rente als einmalige Zahlung, damit die Menschen schlicht und ergreifend hier Geld in der Hand haben, damit sie auch in den Konsum was reinschicken können. Selbstverständlich muss dieser Inflationsausgleich steuerfrei sein, wie auch bei den Pensionären, bei den Abgeordneten, bei den Ministern, die das auch bekommen. Meine Damen und Herren, das ist die Forderung. Schließen Sie sich bitte dieser Forderung an. Schreiben Sie uns Ihre Kommentare. Schreiben Sie bitte Ihre Bundestagsabgeordneten an. Es ist Zeit, dass hier endlich was getan wird. Die Politik muss hier eingreifen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.